Guten und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute gibt es die Frage in der Whisky Challenge, einen Whisky von einer Küstenbrennerei zu benennen. Welcher Whisky kommt von einer Küstenbrennerei? Jetzt kann man natürlich sehr stark in die Diskussion einsteigen, was ist wirklich eine Küste, wie weit muss die Brennerei ablegen? Wenn mich jemand fragt, die Küsten, dann ist für mich so Klenklassow, Fetter Kern und so, das sind Dinge, die mir sofort einfallen. Ich bin dann zu einer anderen Brennerei gekommen, weil sie auch geschmacklich so ein bisschen das, ja, dieses Küstenaroma für mich transportiert. Bewusst keine Insel gewählt, ja, weil das dann so Inseln haben ja natürlich auch Küsten. Aber ich habe dann eine gewählt auf dem Festland und für mich ist es Old Pulteney geworden. Ich habe hier unten mal zwei Fläschchen. Ich habe leider keine Originalabfüllung. Aber für mich ist so Old Pulteney 12 Jahre das richtige Ding. Hier ist jetzt SMWS von Whisky for Life. Zwei unabhängig abgefüllte Old Pulteney. Und für mich hat Old Pulteney immer so ein bisschen was Salziges, was Maritimes. Zu diesen, ja doch oft Bourbonfassabfüllungen, da kommt noch ein bisschen was Exotisches da rein. Also das erinnert mich dann doch, so Küstenaroma, ohne von der Insel zu kommen. Das war so mein Punkt. Wie gesagt, was ist eine Küstenbrennerei? Ich bin gespannt, was euch einfallen würde. Für mich wäre es, wie gesagt, der Old Pulteney 12 Jahre, weil ich den gerade letztens auch im Glas hatte. Und Old Pulteney, schöne Brennerei, aber ich habe gemerkt, ich habe gar keine Originalabfüllung. Alles unabhängig. So ist es. Wie gesagt, lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was für dich die Küstenbrennerei schlechthin ist. Welcher Whisky von dieser Küstenbrennerei wäre dein Küstenwhisky? Schreib es in die Kommentare, schaue ich mir gerne an. Ansonsten geht es am nächsten Tag mit der nächsten Frage weiter. Bis demnächst. Ciao.